Zufall. So, jetzt schaltet er um und jetzt zeichnet er auf. Super. Das ist immer, das wird dann eingeblendet bei euch. Ja. Dass der Partner sieht, dass er aufgenommen wird. Ja. Das ist halt so hier, wie gesagt, der Weinreb, dass das wunderschöne Bücher sind, halt nur in Bezug auf die Dora und dass diese Zahlenstrukturen ein arithmetisches Raster sind. Darüber gibt es auch nichts zu diskutieren. Und es geht halt, Holofilling geht weit, weit, weit über die Grenzen hinaus. Baut auf den kleinen System der Grundsymbolik der Zahlen auf, aber Holofilling ist ja nicht nur Judentum, also Kabbala, das ist auch die ganze Mystik des Koran, das ja auch Judentum eigentlich ist, nur in einer anderen Umsetzung. Und der ganzen asiatischen Glaubenslehren und der Naturwissenschaft. Das strömt halt alles in Holofilling in einem Punkt zusammen. Das ist der feine Unterschied. Aber was nützt dir das, solange du im Körper eines Brüssels steckst? Du kriegst jetzt eine Gewissheit, dass es keine Zufälle gibt. Und du wirst feststellen, es gibt keine Möglichkeit, das zu überwinden mit Wollen. Weil Wollen immer ein einseitiges Ziel anstrebt. Das war diese Geschichte, die ich jetzt immer seit Neuestem wiederhole mit diesen 4 Fragen-Antworten-Kategorien. Du kannst die Kategorie 1 komplett wegstreichen, weil sich die immer auf Existierendes bezieht. Weder auf existierende Objekte, auf ausgedachte Zeitpunkte und auf ausgedachte Orte. Und die werden dir nie erklären, was du selbst bist. Weil du das genaue Gegenteil von dem Existierenden bist. Du bist das Ewige. Wenn dir das jetzt einer sagt, würde ich das nicht daran hindern, trotzdem meine Scheißdrecksangst zu haben, wenn irgendwie deine Logik sagt, ich könnte meinen Körper verlieren. Durch eine Krankheit. Was aber die Blindheit ist, dass dieser Körper gar nicht existiert, wenn du nicht an ihn denkst. Ich unterhalte mich jetzt mit dem Geist, der sich diese 3 Brösel ausdenkt. Den Redo, die Diana und den Udo. Und natürlich den, der vom Computer sitzt. Aber existieren die, wenn man nicht dran denkt? Das ist das Einzige, diese extreme Hartnäckigkeit der normalen Logik, dieses Zweiten, wie ich das nenne, der permanent nur Sachen behauptet und an Sachen glaubt, die man nicht einmal überprüfen könnte, wenn man wollte. Es wird geglaubt, weil irgendjemand dir hier und jetzt ausgedacht einmal erzählt hat, das ist bewiesen. Das weiß doch jeder. Ja. Und dann kann ich wieder bloß sagen, jeder, den du dir jetzt ausdenkst, jeden, den du dir jetzt ausdenkst, der ist nur, weil du ihn denkst und er wird das wissen, was du denkst, dass er weiß. Ja. Du bist die Quelle für alles. Ja. Also wenn du irgendwas Elementares verändern willst, musst du dich selber verändern. Nicht das, was du bist, das kannst du nicht verändern, sondern das, was du zu sein glaubst. Und ich sage immer, bisher hast du geglaubt, du bist ein sterblicher Trockennasenaffe, ein reines Säugetier, ein körperliches Objekt, das von dir ausgedacht wird. Und jetzt wechsel den Traum in diesen Glauben in die Richtung, dass ich zuerst einmal sage, glaube, dass du ein träumender Geist bist. Was stellst du dir vor beim träumenden Geist? Dass ein Trockennasenaffe da liegt und schläft und immer weiß, wo er ist und wer er ist, ist doch schon wieder Gedanken. Das ist einmal in einen Bereich eintreten, der jenseits der Gedanken liegt. Und da kann ich jetzt gleich wieder sagen, mit der Genauigkeit, den wirst du nie erreichen, weil du schon da bist. Du kannst nicht was erreichen, wo du bist. Du kannst es weder verlassen, noch kannst du da hingehen. Das, was du bist, kannst du nicht werden, weil du bist es doch schon. Sobald du danach suchst, dies zu erreichen, was du bist, hast du es vergessen, was du bist? Nein. Das klingt jetzt so einfach, das klingt so esoterisch. Es ist so einfach. Ja. Und es ist auch wortwörtlich esoterisch, innerhalb eines Kreises. Nein. Das ist das Zentrum, der Mittelpunkt. Ja. Weißt du, und das ist das Verrückte mit der Politik. Was ist Politik? Was verstehst du unter Politik? Die Polis. Der Staat, der Gottesstaat, wenn du die Wörter jetzt einmal zuerst einmal im Griechischen nachschaust, landest du über Staat irgendwann einmal bei den Bürgern. Mhm. Beim Bürger selbst. Aber was passiert jetzt, wenn wir die Politik hebraisieren? Wir haben zuerst einmal als erste Silbe den Pol. Beim Pol ist ganz interessant, ein Pol ist zuerst einmal eine Seite von 2 Seiten. Ich bleibe jetzt einmal im Allgemeinwissen. Ich will jetzt nicht einmal in Wörterbücher reingehen. Dieses Pol haben wir diese eine von den 2 Seiten. Das ist einmal das Erste. Aber wo kommt der Pol her? Der entspringt aus einem Mittelpunkt, wenn ich das so mache. Stimmt oder stimmt? Jetzt, wenn ich weiß, dass der Pol, wenn wir das hebraisieren, ein ganz interessantes grammatikalisches Wort ist im Hebräischen, je nachdem, wie wir es aussprechen wollen, da muss ich jetzt doch fast einmal den Geometrie Explorer einschalten. Kleinen Moment.
So. Schau mal, habt ihr das? Ja. Der Redo weiß das natürlich, der Poal. Tun, Handeln, Wirken. Das ist Tun, Machen, Wirken. Das Handeln, das Machen, das Schaffen. Wir haben ja noch ein zweites Wort in diesem System. Das ist das Shin und He, das Esse, Entschuldigung. Das ist dieses E, Doppel-S, He, Esse. Das heißt auch Ähnliches. Ja. Da kommt aber Aktivieren, Ausführen. Das ist auch ein Machen, ein Hervorbringen. Das ist die eine Seite und unser Poal, das ist dann das Handeln, das Machen, das Schaffen. Sobald ich was schaffe, bringe ich was hervor. Dazu brauche ich natürlich auch eine gewisse Logik haben. Ja. Die Handeln und ihr Handeln ist ihr Denken, das ist ihr Arbeit, ihr Macht, ihr Verfertigte. Und jetzt kommt dieses Pol, das will ich jetzt gar nicht so durchlesen. Ich mache jetzt mal diese kleine Tabelle, wo wir können, weil das oft für sehr, sehr viele sehr verwirrend wirkt. Dieser Poal, ja. Im Hebräischen, das muss man jetzt nicht wissen, Redo, du weißt es sowieso, aber ich will jetzt vielleicht, stellen wir dieses Video rein, mal schauen, wie es kommt. Das ist also hier die Verbformen im Hebräischen, die haben wir eigentlich nicht, die waren zuerst einmal immer gleich geschrieben. Das ist das P-O-L, so sprechen wir das jetzt aus. Im Hebräischen, im Klassischen ist das der Paal, also dieses P wird Paar ausgesprochen und das spricht man dann All aus. Und das ist immer die Grundform der Verben. Das heißt, ich habe jetzt hier oben einmal Alternative gemacht. Wir haben hier ein blaues P, das ist das Wissen, erzeugt den Quellaugenblick. Das ist die 70 Rot-Blau und das ist das Licht, das unsere zwei Lichter. Der Geist erzeugt jetzt ein sichtbares Licht in sich, eine Sonne, das ist der Sohn. Ja. Jetzt ist immer, wenn hier diese Grundform, das nennen wir übrigens den Kaldern, diese Grundform, heißt immer wieder, wenn das dasteht, ist das eigentlich schon ein Imperfekt. Ja, genau. Der tut, macht, wirkt, tun, machen, wirken. Mhm. Okay? Also ich kenne mal Imperfekt oder Perfektform, Entschuldigung. Ja. Er tut, er macht, er wirkt. Ja. Jetzt haben wir dann den sogenannten Nifal, das findest du im Hebräischen, bei der Büch sind immer begriffen, da steht Nifal, Biel, Pual, Hifel, das sind alles diese sogenannten Pol, diese Pol-Werte, da ist dann ein N davor, ja. Dann heißt es die Passivform vom Baal, er wird getan, gemacht, bewirkt. Das ist jetzt reine hebräische moderne Grammatik, Ivrig-Grammatik. Der Niffel hat immer eine reflexive Bedeutung. Alles, was getan, gemacht, bewirkt wird, passiert mit und an einem selbst. Ja. Niffel ist ganz interessant. Ich könnte jetzt so weit gehen, dass sogar wenn ich jemanden schlage, schlage ich mich selbst. Genau. Das rote Selbst, weil ich ja alle bin. Ja. Dieses JCH, dieses Ich, dieser Geist, der sich's ausdenkt, der träumende Geist, dieser Satz, dieser eine Satz, der träumende Geist ist der einzige, der den Traum erlebt. Genau. Es wird niemals irgendein Gedanke, irgendein Mensch, eine Figur oder irgendetwas, was ausgedacht wird in einem Traum von einem träumenden Geist, selber was spüren oder selber was erleben, so wenig wie Figuren auf einer Leinwand. Die Pickelmännchen. Ja. Jetzt kommt der Biel. Der schreibt sich genauso wie der Baal, der wird nur anders ausgesprochen. Da sprechen wir jetzt das P als Pa-L und mit Rot P-L. Das I ist jetzt nur vokalisiert. Ja. Das ist im Hebräischen die intensivierende Form. Das heißt, bewusst im Geist etwas tun, machen, bewirken. Da mit dem P-L, P ist die Ludolfsche Zahl und das ist Gott. Ja. Beginnt der bewusste Geist. Ja. Alles, was ich denke, ist, weil ich es denke. Es ist genauso, wie ich es denke und wenn ich es nicht mehr denke, ist es weg. Ja. Immer dran denken, ein träumender Geist ist ein Gedanke. Wir denken uns jetzt einen träumenden Geist. Weil der ein Gedanke ist, kann der sich nicht raussuchen, was er denkt. Er wird sich das denken und träumen, was wir uns jetzt denken. Und wenn wir uns an träumenden Geist nicht mehr denken, existiert er nicht mehr. Ja. Das ist jetzt aber der PL. Das ist der bewusste Geist, wo ich, zu dem ich gerade sage, wenn du schon an etwas denken willst, wenn du an dich selbst denkst, dann denk dich nicht als ein sterbliches Säugetier, sondern als einen träumenden Geist, Entschuldigung. Genau. Okay? Die nächste Form ist der Pual, da schiebt sich jetzt das Waff rein. Das ist die sogenannte Passivform von Biel, das ist dasselbe bloß unbewusst, weil jetzt fängt diese Weisheit, wird jetzt zu wissen, dass aufgespannt wird. Ja. Und dieses L oder All heißt ja hochheben, auch unser Joch, das ist schon das augenblickliche Licht, sind immer Gedankenwelt. Ja. Gut, ja. Der Pual nochmal ist dasselbe unbewusst tun. Das ist der normale Mensch. Der normale Mensch arbeitet bloß im Pual. Ja.
Genau. Dann haben wir noch den Hefel. Ja. Der Hefel, das ist jetzt wieder, da steht jetzt hier ein J hinten und ein H vorne, wir haben immer unsere Grundradix. Ja. Das ist die sogenannte Veranlassungsform, der grammatikalisch der Kausativ. Ja. Das heißt, tu es, mach es, bewirk es, aber mach es bewusst, wenn du was machst. Hast du dein Leben lang irgendwas bewusst gemacht? Das ist ein riesengroßer Trugschluss. Solange du nicht der Beobachter von dir selbst warst, machst du überhaupt nichts bewusst. Genau. Das ist jetzt der, der sich als träumenden Geist denkt und der denkt sich jetzt bewusst, ich träume, ich, dieses ausgedachte Ich, wo ich sage, ich bin ein träumender Geist. Aber der sich den jetzt bewusst ausdenkt, der sich selbst bewusst ausdenkt als träumenden Geist, ja, der ist jetzt da schon eins drüber. Genau. Der bewirkt jetzt erst einmal, dass ein in seinem Gedanken ein träumender Geist existiert, der träumt. Genau. Hat aber immer noch keinen Einfluss drauf, was geträumt wird. Mhm. Ich dazu sagen, passiv. Veranlassung, nur die Veranlassung. Ja. Jetzt kommt der Hoffall, da ist nur ein H vorne, ein He. Das ist die Passivform vom Hifel, ist tun, machen, bewirken, unbewusst. Merkst du, es sind immer Spiegelungen. Ja. Und dann haben wir den Hitball, der wird jetzt natürlich ganz interessant. Das ist eigentlich diese reflexible Form. Der Hitball könnte ich eigentlich sagen, ist Holophilie. Ja. Für sich selbst, das heißt auch füreinander etwas tun, machen, bewirken. Und da ist jetzt, schau, für ein andere. Mhm. Andere. Das ist alles, und das ist Christusbewusstsein. Alles, was du für andere tust, tust du für dich selbst. Genau. Aber alles, was du anderen antust, tust du dir selbst an. Das sind klassische christliche Grundregeln. Ja. Aber wir wollen jetzt mal wieder zurück zu unserem Pol. Das ist ja jetzt das Spannende dabei, dass dieser Pol, wenn wir da jetzt ein J dran setzen, muss ich da nochmal hin, Entschuldigung. Wenn wir ein J, wenn wir das jetzt ganz einfach einmal den Pol, wenn wir den jetzt hier ein J dran setzen, dann hast du es ja mein, wir machen einfach mal das Tun, das Machen, das Wirken, dann ist es ja mein Tun, Machen, Wirken. Ja. Rein. Perfektes Hebräisch. Und das ist jetzt schon mal hier interessant. Machen der Täter, das ist das hebräische Wort wie verbal. Ja. Jetzt sind ja die Verben, sind ja die Zeitwörter. Ja. Das heißt, bistabil erweckt es Polarität. Die Bistabil erweckte ist in Gott. Ja. Können wir das lesen? Ja. Okay? Ja. Können wir ein bisschen die Grundlagen von Holo kennen? Und es heißt meine Tat. Ja, genau. Ich habe jetzt das A als Schöpfe in die Mitte gestellt mit zwei Erscheinungen oder zwei Spiegelungen drumherum. Genau. Je nachdem, ob wir jetzt hier zwei Neunen setzen oder zwei Vierhunderter setzen. Ja. B symbolisiert was Rot, blaues P, wohlgemerkt, blaues P symbolisiert persönliches Wissen und all augenblickliches Licht, das heißt auch hochheben. Das heißt, deshalb bedeutet auch auf, Überweg, Hinsicht, auf, gegenüber, gegen, neu und so weiter. Gut, das ist mein Tun, Machen, mein Wirken. Ja. Jetzt haben wir hinten ja noch in der Politik das Dick hinten dran stehen. Ja, hast du es parat, was Dick bedeutet? Mittelpunkt. Ja. Das ist der mittelste, der mittlere, der Mittelpunkt. Genau. Dann heißt ja mein Tun, genau, ist mittlerste im Mittelpunkt. Genau. Das ist die wahre Politik für ein Gottesvolk. Ganz genau. Mein eigenes Tun, Machen, Handeln in diesem Mittelpunkt. Ja. Weil ich definitiv, und da gibt es nichts zu diskutieren, ich ist jetzt der jetzt den Udo sprechen hört. Ich ist nicht der Udo, der ist ein Gedanke. Der Sprecher ist schon eine Information. Wie oft soll ich noch sagen, es gibt nichts und niemanden, den du dir ausdenkst, der anders sein könnte, wie er von dir ausgedacht wird. Und als träumender Geist kannst du dir das nicht raussuchen. Du kannst dir nicht raussuchen, dass du dir jetzt dieses Video anschaust. Das ist so wenig, wie du dir die Speisen auf der Speisekarte raussuchst. Das ist immer tausendfach drauf eingegangen. Das ist die Dummheit der Menschen, die alle so unendlich gescheit erscheinen und dir wird immer klarer, es sind schlichtweg und einfach nur Protagonisten in einem Traum. Das ist ein Dasein-Müssen. Wenn du voll in der Vergessenheit bist, die vier Stufen der Vergessenheit, dann empfindest du dich als sterbliches Säugetier. Du Geist, der du dich selbst ausdenkst, das, was du zu sein glaubst. Und du hast eine panische Angst, dein eigenes Gefängnis zu verlieren.
Darum kann ich nicht oft genug sagen, mich interessieren die Menschen nicht, die du dir ausdenkst. Mich interessiert jetzt nur der, der mich jetzt ausdenkt. Dieses mich meine ich jetzt, den Brösel oder dieses Pixelmännchen. Aber der ist schon wieder weg, wenn du nicht mehr dran denkst. Genauso wie dein Körper sich auflöst, wenn du nicht an deinen Körper denkst. Aber möglichst alles in Bewegung setzen, möglichst lang an den Körper festzuhalten, dass man ja nicht aus dem Körper rauskommt. Wegen jedem Scheiß zum Arzt rennen. Ein Lügensystem, das sich aufbaut, das jeder kennt. So viele diese Hierarchien. Ob jetzt das Naturheilpraktik ist, Homöopathie. Du kannst das von so vielen Perspektiven anschauen. Und dann hast du die Globuli und das Zeug. Das ist ja nur Placebo-Effekt. Und dann kommt dann das Argument, ich will jetzt da mal nur so eine Kleinigkeit rausziehen. Ja, das stimmt zwar, aber, ja, aber. Das sind mir die Allerliebsten. Du hast ja recht, aber. Weil ich niemals sage, ich sage, du hast recht. Du hast innerhalb deiner Logik immer hundertprozentig recht. Absolut. Was dir logisch erscheint. Aber solange deine Logik, deine Meinung im Widerspruch zu irgendeiner anderen Logik, einer anderen Meinung steht, ist deine Logik extrem unvollkommen. Das ist 100% eines gewissen Bereiches, aber nicht das Ganze. Ich kann jetzt, ich befinde mich jetzt normal gesprochen hundertprozentig sicher in einem Wohnzimmer. Aber befinde ich mich in meiner Wohnung? Das ist jetzt wieder unsere Frage, Kategorie 2. Ich sage Kategorie 2, Fragen erwarten immer eine einseitige Antwort. Zum Beispiel, wenn ich dich frage, ist das richtig? Dann wirst du von mir entweder ja oder von dem Antworter ja oder nein hören. Stimmt es? Oder ich stelle dir eine Frage, wo du von einem höheren Komplex meinst, eine einseitige Antwort ist richtig. Wenn ich dich zum Beispiel jetzt frage, ist eine Wohnung eigentlich ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, eine Küche oder ein Klo? Das ist eine dumme Frage. 99% aller normalmenschlichen Fragen gehen diesen Druckschluss auf den Leim. Ganz genau. Das ist, die haben das ein Beispiel nicht verstanden. Genau. Ich rede von was Höherwertigem. Ja. Darum gibt es bei mir nichts Unvollkommenes. Es gibt nur Facetten einer höheren Vollkommenheit. Ja. Es ist kein esoterisches und religiöses Geschwätz und schon gar nicht ein, so ein geistloses naturwissenschaftliches Geschwätz, wo nur nachgeplappert ist. Genau. Ich sage jetzt, es gibt mehrere Möglichkeiten, wie dein Leben weiterverläuft. Du hast einen maßgeblichen Einfluss drauf. Du kannst dich weiter an die Massenmedien orientieren. Dann führe ich dich in eine Hölle, wie du sie noch nie gesehen hast. Ich nicht, du dich selber. Ja. Wenn ich hören will, musst du stillen. Ich kann dir nur sagen, ich drohe dir nicht, dir kann nichts passieren. Ganz der, der mich jetzt sprechen hört, der wird überleben. Ja. Das ist aber schön wieder dabei. Ob du Schmerzen verspürst, hängt davon ab, wie sehr du an deinem Körper festhältst. Ja. Bist du nicht billig, so brauche ich geprallt. Das ist meine Sache mit dem elektrischen Weidezaun. Ja, genau. Loslassen. Das ist natürlich immer wieder so eine Sache und du kannst es ganz einfach dich da rausstellen, ohne dass das einer mitkriegt. Weil wer soll denn mitkriegen, wenn es bloß dich gibt? Ja. Figuren, dann Traum, die du dir ausdenkst? Gedanken sicher. Wird nicht sein, wie du glaubst, dass es ist. Ich komme auf die Globuli kurz zurück. Jetzt kommt ja aber. Man glaubt dann doch dran, weil das ja sogar bei Tieren funktioniert. Das ist wissenschaftlich bewiesen. Ich sage, das ist immer ein großes Problem. Den Traum erlebt bloß der Geist, der träumt und nur vom träumenden Geist wird das Wissen in dieser Traumwelt verwirklicht. Das heißt, alle Figuren, die du dir ausdenkst, unterliegen auch den Naturgesetzen, die du dir denkst. Solange du glaubst, dass du auf einer Kugel lebst, weil die große Masse, wenn du Anhänger dieses Weltbildes bist, dasselbe glauben und dann brauchen wir natürlich immer, weil das ja Gedanke ist, ein Gegenteil. Dass die irgendwas anders glauben. Und das sind ja sowieso alle Spinner. Und solange du an Meinungen von Verschwörungstheoretikern hängst, man hat immer den Eindruck, das sind Verschwörungstheoretiker. Wir reden jetzt nochmal ganz normal raumzeitlich. Die muss eins klar sein. Egal, welche Internetseiten du dir anschaust oder welche Bücher du dir holst, wo Verschwörungstheoretiken wiedergegeben werden. Natürlich hast du zuerst einmal Interpretation von Worten. Das heißt, das beeinflusst sehr, sehr stark das, was du glaubst. Aber was hier wichtig ist, dass dir jetzt erst einmal eins klar sein soll, auf der einen Seite, das ist Schizophrenie, sagen die Presse ist sowieso bloß Lügenpresse. Damit meine ich jetzt erst einmal, ganz normal gesprochen, die Öffentlich-Rechtlichen in Deutschland, die Öffentlich-Rechtlichen oder die allgemeingültigen Sendeanstalten plus die öffentlich-rechtlichen Zeitungen oder die seriösen Zeitungen, die Massenzeitungen. Egal, was berichtet wird in Verschwörungstheoretik, du wüsstest nicht einmal was von 9-11, wenn das nicht im Fernsehen kommen wäre oder in den Nachrichten kommen wäre. So ist es. Das heißt jetzt zeitaktuell, egal was ist,
ob der dieses oder jenes gemacht hat, die Monika-Lewinsky-Affäre mit den Clinton. Meinst du, wenn das nicht in der Zeitung standen wäre, dass das irgendeiner wüsste? Jetzt ist natürlich logisch, die konnten das nicht verhindern, dass das in der Zeitung kommt. Du bist so kleinäugig innerhalb deines Systems bestimmt immer noch der Chef. Es ist in den großen Zeitungen gekommen und die großen Zeitungen, was da gebracht wird, innerhalb deines Systems ist zwangsläufig innerhalb deiner Gedankenwelt nochmal einer, der bestimmt, was gedruckt wird oder was gesendet wird. Das heißt, ich kann doch nicht auf der anderen Seite sagen, das ist Lügenpresse und auf der anderen Seite schnappe ich permanent was aus auf dieser Lügenpresse und koche dann mein eigenes Süppchen. Aber jetzt sind wir voll wieder in der Kategorie 2. Du musst sehr wach sein, wenn du mir folgen willst. Habe ich doch gerade erklärt mit dem Zimmer. Ist es richtig oder ist es verkehrt? Alles, was du zu sehen bekommst, kommt aus dir selber. Du bist ein träumender Geist. Deshalb Medien und Börschen. Du musst diesen Schritt gehen, dass überhaupt nichts von außen kommt. Es sind Informationen, die aus dem Internet kommen und nicht Außeninformationen, die du dir aus dem Außennet holst. Genau. Du musst jetzt erst einmal was aus dir herausdenken und vor dich hinstellen, ob das eine Zeitung ist, ob das ein Fernseher ist. Immer dran denken, ich habe diese drei Metaphern. Träumender Geist ist die eine Metapher, Computer ist die zweite, da kann man dann sehr technisch werden. Und alles, was du selbst, wenn du das Holo-Feeling jetzt, ich denke mir jetzt an Redo und an Diana aus, die das seit fast 20 Jahren sehr intensiv studieren, weißt du einen Hauch, es ist ein Hauch von einem Gerücht. Diana, du erinnerst dich, ich habe dir vor langer Zeit einmal gesagt, wenn du all diese Schriften, die dir jetzt zugänglich sind, wenn du die von hinten bis vorne aufwendig aussauen kannst, dann habe ich dir auf einer Schieferndorbel als Gotteskind gelernt, wie man ein Aleph zeichnet. Ihr habt noch keine Vorstellung, was der Unterschied zwischen Wissen und Weisheit ist. Weisheit ist unendlich viel Wissen. Und 25.000 Seiten oder 25.000 Bücher oder 1 Million Bücher ist nicht unendlich viel Wissen. Mir fällt jetzt spontan wieder ein hier, die in London, diese große Bibliothek im Botanischen Garten in London. Was ja angeblich, habe ich aus das Buch heraus, die größte Bibliothek mit botanischen Büchern. 17, angeblich 17 habe ich nur gelesen, 17 Millionen Bücher nur über Botanik. Oh Gott. Aber nur über Botanik. Ist das viel Wissen? Es ist nichtig, es ist ein Nichts an Wissen. Wie viel Wissen gibt es, was mit Botanik nichts zu tun hat? Nein. Also löse dich von der Vielwisserei. Und ich sage die zwei Seiten. Holo-Feeling ist auf der einen Seite kindgerecht. Absolut einfach. Ich sage, alles, was mir momentan wichtig ist, kann jeder 13-Jährige, das heißt ohne groß Intellekt zu besitzen, hier und jetzt sofort 100% sicher überprüfen. Alles, was die Zweiten sagen, habe ich aus das Buch heraus, könntest du nicht einmal überprüfen, wenn du wolltest. Du kommst dann in einen Bereich, da ja in deinem Traum dein Glaube verwirklicht wird, kannst du natürlich dann alles, was einmal bei dir als hundertprozentig glaubend abgespeichert ist. Das heißt, ich setze dich jetzt als ein Computer und sobald ich dir irgendeine Formel oder was, eine Datei einprogrammiert habe, dann wird das auf deinem Bildschirm verwirklicht. Das greift sogar in die Naturgesetze ein. Du könntest sogar die Naturgesetze verändern, weil deine Naturgesetze deiner sogenannten virtuellen Welt auf der VR-Brille, die waren auf dem Computerprogramm auf und das wird in der Dora geschrieben. Und das ist nicht für die Menschheit. Bemühe dich in keinster Weise, das irgendwelchen Mitmenschen von dir zu erklären. Du kannst es natürlich erklären. Die werden das nie verstehen, weil Gedanken von dir niemals was verstehen. Die erste Prämisse, ich mag es jetzt nur so, wenn man die Vorträge kennt. Habe ich als Udo das Bedürfnis, meiner Hand zu erklären, dass ich derjenige bin, der sie auf und zu macht? Da fange ich erst gar nicht an. Hast du das Bedürfnis, dem Pixelmännchen jetzt auf der Leinwand, das die Hände auf und zu macht, zu erklären, dass du derjenige bist, der sich das ausdenkt? Ja, das war doch schon vorher da. Das ist doch auf der Aufnahme drauf. Die haben doch das vorher aufgenommen. Das ist alles Geschwätz vom Zweiten. Ich sage, alles, was dir so unheimlich logisch erscheint, kannst du nicht einmal überprüfen, wenn du wolltest. Ob es einen Jesus gegeben hat oder ob der Oma Mond ist, wenn du nicht dran denkst. Der ist nicht einmal jetzt da, wenn du rausgehst. Hängt natürlich jetzt davon ab, wie Uhr das ist. Wobei die Uhrzeit ist ja... Das ist jetzt der große Unterschied. Wo ist jetzt eigentlich? Es ist die Uhrzeit, die du jetzt in dem Moment in dir auftaucht, wenn du auf die Uhr schaust. Das kann aber alles Mögliche sein, wenn du das Video anklickst, weil alles, was in dir auftaucht, immer jetzt auftaucht.
Und dann setzt du schon wieder Kategorie 1. Das ja. habe ich um so und so viel Uhr gesehen. Das wurde um so und so viel aufgenommen. Ja. Ja. Vergiss es. Ja. Es ist alles unheimlich logisch und nicht besonders geistreich. Und solange du in dem Wahn der normalen Menschen lebst, die ich dir übrigens nur einspiele, dass du das erkennst, ich nenne das sind die Fehler im Führerscheinprüfungsbogen. Ja. Das sind die Fehler im Führerscheinprüfungsbogen. Du musst es verstehen, nur du. Ja. Erst wenn der träumende Geist, wenn der Computer seine Daten verändert, können neue Bilder auftauchen. Ja. Jeglicher Versuch, irgendwelche andere von irgendetwas überzeugen zu wollen. Ich gehe mal nochmal kurz zurück zur Politik. Wenn wir jetzt in die Politik in Deutschland, in unserem Bundestag gehen, da sitzen ja verschiedene Fraktionen, da musst du jetzt erst einmal klar sein, die Politik, habe ich dir gerade erzählt, was das ist. Die Politik ist mein Wirken aus dem Mittelpunkt heraus. Die Brösel im Bundestag haben sich erst einmal in Fraktionen eingeteilt. Fraktus, fraktal, das heißt, ist ein Zerbruch, es ist zerbrochen. Mhm. Das heißt, dieser eine ist zerbrochen. Das heißt, du mal in gewisse Parteien. Mhm. Jetzt kommt genau das Problem mit der Tasse, dass jeder meint, jede Partei meint, die könnte die Welt verbessern, wenn sie das alleinige Sorgen hat oder möglichst 90% absolute Mehrheit. Mhm. Dann introduziert sie eine Unvollkommenheit. Ja. Egal, welche Seite du nimmst. Ja. Und glaub ja nicht, dass da irgendwas verkehrt gelaufen ist in der Schöpfung. Du würdest den Erfinder der Führerscheinprüfungsbogen vorwerfen, dass er was falsch macht, weil er Fehler in die Führerscheinprüfungsbogen eingebaut hat. Ganz genau. Es ist eh vergänglich. Es wird sich alles auflösen, wie sich deine Jugend aufgelöst hat, deine Schule, der Kindergarten eventuell. Was ist das noch? Es sind nur Gedanken, die du jetzt denkst. Genauso wird für dich einmal das heliozentrische Weltbild sein. So wie wenn du jetzt an die Scheibenwelt denkst, wo man dir erzählt hat, dass die das einmal geglaubt haben. Dass du vielleicht irgendwann einmal Leute erzählen, dass wir so blöd waren als Brösel und den Scheiß geglaubt haben, dass wir von einer Kugel sind. Genau. Ja, aber wir haben doch Bilder, wir haben doch Beweise, die waren doch auf dem Mond oder nicht auf dem Mond. Ist ja interessant, die bezweifeln alle, dass sie nicht auf dem Mond waren, aber keiner bezweifelt den Mond. Ja, genau. Der Mond ist eindeutig da, wenn du ihn denkst. Aber wo ist er eigentlich? Er ist eine Information von dir, so wie alles eine Information ist. Das ist halt die Sache bei dem Weintrieb, wenn man hier das vorhergehende Video anschaut im Chat. Ganz lieb gemacht, weinrippmäßig mit der Biene. Da ist natürlich bei jeder Sache, ich möchte jetzt wissen, wenn du in die Köpfe reinschaust vom Redo und der Diana, das sind ja nur Werdeprogramme, was da zusätzlich noch gesprudelt ist, wo der auch nichts weiß. Ja. Obwohl ja. der schön gemacht hat. Ja, genau. Das ist, weil das immer, ich sage, aus jedem Wort ein 400-Seiten-Buch machen. Aus dem Stegreif. Ja. Das heißt, weil es schon da ist, weil es schon alles einmal durchdacht wurde. Bist du derjenige, der schon alles durchdacht hat oder arbeitest du nur? Das ist wichtig. Nur mit kleinen Facetten. Du musst es selber durchdenken. Ja. Und alles, was du an so weltlichen Geschwätz raushaust und privaten Sachen und Vergangenheit, es ist verlorene Zeit. Ich sage, jedes Buch, das du liest, jeden Film, den du dir anschaust, bevor du nicht die Grundlagen von Holofeeling beherrschst, ist es komplett verlorene Zeit. Es ist Zeit totschlagen. Ja. Weil auf allen Sachen, die in dir auch tauchen, die Welt spricht zu dir, ist so eine Metaebene dabei, die dir was über dich und deinen weiteren Werdegang erzählt. Ja. Die du überhaupt nicht mitkriegst, wenn du das nur einseitig auslegst. Genau. Ich erwähne nur noch mal kurz im Selbstgespräch Erwachen, das Erwachen, die Sache mit den drei Hierarchien, das Ei, der Mensch und Worte. Mhm. Stufe 1 beim Ei, nur die Schale. Ja. Was weißt du, wenn ich nur die Schale sehe von dem Ei, was da drin ist? Was weiß ich von einem Menschen, wenn ich den nur oberflächlich betrachte, Bundeskanzlerin Merkel? Ja. Gar nichts. Ich weiß das, was ich mir aus den Zeitungen, aus der Lügenpresse zusammengeglaubt habe. Ja. Und reg mich dann drüber auf, vielleicht. Ja. Das ist doch das Beispiel, wo ich immer wieder wiederhole, das ist die Geistlosigkeit, wenn ich Leute merke, dass die zuhören, die sind eh geistlos, bis auf ganz wenig eine Handvoll, wobei nicht die Menschen Geist haben, die mir ausdenken, sondern die anfangen, geistreich zu denken. Das merkst du dann, durch Neugier. Dass ich immer wieder sage, wenn du jetzt wieder normal gesprochen, ich wiederhole es nochmal, wenn verschiedene Menschen denselben Bericht, den Zeitungsbericht über Politiker lesen, und mir geht es jetzt nicht einmal um das Thema, sondern nur um die Politiker selber, die Namen, die fallen, Merkel, Putin, Trump, Kennedy, egal was, Clinton, dann wird jeder mit seiner Programmierung zuerst einmal die Vorstellung von einem Trockennasen und von einem Menschen haben. Die denken dann alle an dieselbe Merkel, an denselben Clinton oder denselben Putin. Mhm. Aber was alles, was jetzt kommt, was du dem für einen Charakter zuspringst, machst du komplett selbst.
Genau. Es ist ein Produkt deiner Logik aus angelesenem Wissen. Und dieses angelesene Wissen ist halt das Problem, wenn ich, sobald ich ins Internet gehe und jetzt kommt wieder der Satz aller Sätze, egal welche Seite du mir zeigst, im Internet oder in Büchern, ich zeige dir 1000 Seiten, wo zum selben Menschen was ganz was anderes behauptet wird. Ja, das ist schon es ist mir ein leichtes, dir wenige, keine 1000, da kann er da keine 1000 Seiten zeigen, aber zumindest einige Seiten zeigen, wo der Udo das totale Arschloch ist, dieses Pixelmännchen jetzt, das du dir ausdenkst. Da gibt es nur wenige Seiten, aber es gibt da bloß wenige, wo drin steht, dass er gut ist, weil der halt die Masse meidet, weil mich die Masse, die Leser nicht interessieren. Mich interessiert nur der, der mich jetzt in diesem Moment ausdenkt. Das ist der erste große Unterschied zu all den Gurus. Und die ganzen Meditationen mit irgendeinem Wollen, die musst du erst einmal klar werden, egal was du machst, ob du meditierst, ob du in eine Sekte eintrittst, dich politisch engagierst, du bist ein blindes Arschloch, du bist mit irgendeinem Zustand nicht einverstanden, den du loshaben willst. Genau. Auch im Meditieren, ob du dich jetzt in die Stille meditieren willst oder ins Himmelreich willst, und es sind Einseitigkeiten, die Stille ist das Gegenteil vom Lärm, das Himmelreich ist das Gegenteil von der Himmel, den Mittelpunkt, der man schon ist, den strebt keiner an, und wenn du einen anstrebst, hast du es nicht verstanden, dass du es schon bist. Das heißt, die Lehre, die ich dir zeige, den Weg, den du zu gehen hast, hast du nichts, du selbst hast nichts zu tun. Du hast nur vollkommen passiv zu beobachten, was der macht, der du zurzeit zu sein glaubst. Ein feiner Unterschied. Schöner kann man es nicht sagen. Diese Disziplinlosigkeiten von Figuren, die ich mir ausdenke, die natürlich nichts dafür können. Das ist ja immer nur für den, der es beobachtet. Ja. Wie ich darauf reagiere. Mein Programm, wie ich nervig bin, wie ich genervt bin, wie ich nicht genervt bin, das ist egal, was es ist. Tief hingucken. Weißt du, das ist immer, ich mache mal eine alte Metapher von mir. Wir sagen mal, wir sind in einer virtuellen Welt. Okay? Das heißt jetzt, wir sitzen zusammen in einem Raum. Ich mache jetzt das einmal mit der Hand so, da sind 5 Menschen. Ja. Das stellst du jetzt dreidimensional vor. Und dann ist schon klar, da haben wir 5 Köpfe, das sind 5 verschiedene Ichs, die werden jetzt von einem ausgedacht. Das werden jetzt wie die Tasse, der beobachtet Perspektiven. Das heißt, ich kann jetzt schon als Geist, selbst wenn ich einer von denen zu sein glaube, kann ich zuerst einmal schauen, was ich auf der Verabrede habe, das heißt, was ich sinnlich wahrnehme optisch, auch wenn ich den Kopf drehe, was ich verändere, und dann ist mir klar, dass jetzt der, der mich anschaut, dass dieses Spiel mal von oben gesehen, dass ich genau mich, das habe ich so oft gesagt, in die Köpfe von einem anderen reinversetzen kann, mein berühmtes Wildbasal-Beispiel in Weißenburg, Udo hält einen Vortrag und da sind 200 Mann drin, und wir beobachten, wir denken uns jetzt einmal, was sehen die eigentlich rein auf ihre VR-Brille? Dann ist nur einer, der sieht 200 Gesichter. Ja. Das ist der Udo, der vorne steht. Ja. Dann ist vielleicht 20, 25 Mann, die sehen die ganze, die meiste Zeit nur ein Gesicht. Das sind die, die in der ersten Reihe sitzen, wenn die den Udo anschauen. Wie hat jeder für sich in seinem Kopf nur den Udo? Ja. Und umso weiter wir nach hinten kommen, kommen dann noch Hinterköpfe dazu. Ja. Das ist jetzt rein, dass wir mal schauen, was ist da eigentlich für eine Information in den Köpfen. Das, jetzt wirst du schon langsam Geist. Aber ich will das ein bisschen erweitern. Das ist natürlich, was die denken und so, da kommt, mischt sich dann schon deine Interpretation zu, die du nur wieder hast, wenn du gewisse Leute kennst, wie die reagieren. Aber was jetzt interessant ist, die müssen wir jetzt erst einmal diese einzelnen Perspektiven, die sich in der virtuellen Welt befinden, da denken wir uns jetzt einfach, das ist eine Theaterbühne, wir können das jetzt noch flach machen, dass wir sagen, das ist ein Film. Ja. Okay, und diese Leute, diese Charaktere setzen wir jetzt als Zuschauer rein. Das heißt jetzt, dass es interessant ist, dass alle jetzt denselben Film sehen, aus derselben Perspektive. Ja. Okay, aber jetzt habe ich hier, jetzt gehen wir auf die Situation, was besprochen wird, dass jeder das Besprochene anders, jetzt kommen wir weg aus der VR-Brille. Ja. Ich wiederhole nochmal, dass du das wirklich verstehst. Ja. Solange wir in dem Zimmer sind, haben wir optisch gesehen rein, die Perspektiven können wir uns konstruieren, mit ein bisschen an Geist. Was ich nicht konstruieren kann, ist definitiv, was der oder der beim gewissen Thema für eine Meinung hat, wenn ich die Leute nicht kenne. Ja. Habe ich keine Ahnung. Da sind 5 vollkommen fremde Menschen drin, da habe ich keine Ahnung dazu. Ja. Ich kann mir jetzt denken, der schaut mich an, der sieht mich, zumindest das, was ich zu sein glaube. Ich schaue da jetzt hin, ich schaue da hin. Ich sehe, dass der zu seiner Kaffeetasse schaut. Also wenn ich jetzt aus seinen Augen rausche, würde ich eine Kaffeetasse sehen. Ja. Jetzt gehe ich einen Sprung höher und jetzt nehmen wir diese Charaktere, wir sagen, das ist jetzt nur ein Film, wo hier diskutiert wird, und jetzt setzen wir die 5 Charaktere davor hin, dann haben alle 5 dasselbe Bild vor sich, weil sie in einem gewissen Maß erhoben wurden. Ja, genau.
Aber was gesprochen wird, wird jeder im Kino mit seinem Kopf für den Film anders interpretieren. Genau. Und jetzt musst du noch eine Stufe höher gehen und du schaust jetzt in die Köpfe rein, wie die, jetzt kommen wir in den Bereich, wie die diese unterschiedlichen Sachen interpretieren. Jetzt kommst du langsam in einen roten Bereich. Das wird dann noch viel interessanter wie die bloßen optischen Perspektiven. Ja. Es ist alles so kompliziert im ersten Moment, wenn man das lange genug studiert, wird es immer klarer, dass so Welt und Menschen funktionieren, die man sich selber ausdenkt. Ja. Die letztendlich alle nur Informationen von einem Selbst, von einem roten Selbst, das ist das in der Esoterik, das ich bin, wo so viel davon schwatzen, einfach schwatzen und ihr ganzes Gebaren ist ein Rezitieren. Ein Wiedergeben, wie ein Computer das, was man einprogrammiert hat, wiedergibt, wird wiedergegeben. Verlangen niemals, dass irgendein Gedanke von dir was verstehen kann. Ich bin mit Sicherheit der Einzige, wo ich immer sage, ich bin ein Anti-Guru-Guru. Weil kein Guru, kein Weiser hat was verstanden, auch kein Meister Eckhart oder ein Jesus hat nichts verstanden. Wahrlich, ich sage dir, Jesus, wo war ich? Ja. Das ist eine komplett andere Ebene. Ja. Und jetzt kommt der große Hammer. Und ich bin du. Darum beginnt es mit ich bin du. Dass ich dann über Brösel oder Menschen rede, müsste dir klar sein. Ich bin der, der jetzt in diesem Moment den Udo sprechen hört. Das Pixelmännchen Diana und Redo hören mit Sicherheit nicht das Pixelmännchen Udo sprechen. Und das, ob das Pixelmännchen Udo sich selber sprechen hört, ob das irgendeinen Zugang zu deinem Lautsprecher hast, den du dir jetzt auslässt. Oder ob jetzt der Trockennasenaffe, der jetzt vom Computer sitzt und sich dieses Video anschaut, den Udo sprechen hört. Was du jetzt hörst, dass da mal durch diesen Trockennasenaffen, wohnen, ist das da mal der Lautsprecher von einem Monitor oder von einem Computer. Oder vielleicht von einem Auto, weil du das Selbstgespräch jetzt den Ton laufen lässt, wo ich mir jetzt viele ausdenke, die das machen. Nein, das ist Geist. Alles, was du hörst, taucht aus dir auf. Es kommt aus dir selbst. Und das ist der erste große Unterschied zu diesen ganzen Schwätzern. Gedanken können nichts verstehen. Informationen sind Informationen, ob du das Information nennst, ob du das Gedanken nennst oder ob du das Mensch nennst. Es existiert in dir in dem Moment, wo das als Gedankenwelle auftaucht und eine Gedankenwelle ist vergänglich. Das ist schon wieder weg, wenn du es nicht mehr denkst. Und es hat niemals existiert, bevor du es gedacht hast. Das ist die neue Welt. Willst du mir folgen oder willst du da bleiben? Um mir zu folgen, musst du nichts tun. Nichts. Es ist an keine Bedingungen geknüpft. Kostet kein Geld, gar nichts. Naja, aufmerksam. Die du jetzt aufnehmen kannst, ist schlichtweg und einfach, spiel deine Rolle weiter, in die ich dich hineingesetzt habe. Spiel sie einfach weiter und werde bewusst. Werde immer mehr das, was du bist. Dann wird jetzt erst einmal bewusst, dass als das, was du zu sein hast, keine Freiheit hast. Du hast keine Freiheit, wie das Wetter ist. Du hast keine Freiheit, wer du bist, wenn du wach wirst. Da kannst du jetzt dir Vorträge anhören. Jetzt denk mal wieder bewusst vor 20 Jahren, 2098, 99, was feststellen, da habe ich es selber erzählt. Ja, ich merke das. Ich höre jetzt wieder die alten Vorträge. Das ist verblüffend. Und es ist immer wieder faszinierend, wenn du Geist bist. Ja, das heißt, wenn jetzt welche in dir da sind und die erklären sofort, was ist das für ein Spinner, hack die sofort ab. Was gerade deine größten Feinde sind, deine Hausgenossen. Das ist so Vorurteile, Interpretationen. Es hätte jeder die Chance, das zu machen. Mir fällt jetzt da mein Helmut ein, wo wir unseren Urlaub machen, unseren Kleinen mit den Geschwistern, wo jetzt dann die wissen, dass der Meister vom Helmut kommt, der Neue, die sind so voller Vorurteile, selbst wenn ihnen was erzählt. Sollten die mich ansprechen als Udo jetzt auf dieser Brösel-Ebene, so, ich habe so eine falsche Vorstellung von mir. Wie der das erste Mal sich bei mir gerührt hat, habe ich gesagt, du hast zwei Probleme, Helmut. Das erste Problem ist, dass du hier, was natürlich die Geschwister stinkt, dass du von einem Guru zu einem anderen gerannt bist, bis nach Indien geklont bist und jedes Mal ein Schweinegeld bezahlt hast, wo der dringend ein neues Hotel braucht hättet. Und von einer Kreuzdunner wird eine Sauferei. Das ist das Problem. Da bringt dich ein Guru nicht hin und erlernt. Wetter? Wie hast du das? Das ist fränkisch. Das kommt übrigens, da muss ich jetzt erwähnen, zeitlich, wenn es gibt ein großes fränkisches Theaterstück. Das geht um die, das heißt Schweigbub. Ah.
Okay. Schweigbub. Und zwar geht's, das ist einfach ein Bühnenstück, ich weiß nicht, wie viele Mal, wie viele hunderte Male das in Nürnberg aufgeführt wurde. Das gibt's übrigens dann auch, mittlerweile wurde das dann auf Hessisch gemacht, in anderen Dialekten gemacht. Das Original Schweigbub ist aber Fränkisch. Und zwar ist das eine Konfirmation. Und dann eskaliert es. Da trefft sich die Familie wieder und dann eskaliert es und das ist in einem ganz tiefen Fränkisch geschrieben und da kommt da so eine Stelle, wo dann die Mutter, glaube ich, zum Vater sagt, und es kommt bloß von einer Kreizdunner Wettersauferei. Kreizdunner Wettersauferei. Das ist geil. Kreizdunner Wettersauferei. Was, weil der dann Schuldzuweisungen macht und sie klärt ihn dann auf, wenn er nicht saufen will, wird das alles nicht. Okay. Was? Ja, und so ist halt das Leben. Es ist halt alles wie im richtigen Leben. Was ist das richtige Leben? Was ist ein falsches Leben? Leben ist Leben. Ein Film ist ein Film. Das ist jetzt wie, wenn ich sage, was ist ein guter Film, was ist ein schlechter Film. Der Film kann sich das nicht raussuchen, was er ist. Genauso wenig kann sich irgendein Trockennasenaffe raussuchen, was er ist. Nimm doch einfach mal für voll, da ist ein Autor. Hebraisiert, Autor heißt ein Zeichenerwecker. Und der denkt sich Charaktere aus. Unsere Api, habe ich so oft gesagt. Ein schöpferisch wissender Intellekt. Das ist ein schöpferisches Wissen, ist ein Programm. Das Programm selber ist aber nicht der Schöpfer. Der Schöpfer eigentlich, der Vormaterial. Das ist immer, und das Schöpfen schon alleine, wenn ich immer sage, du schöpfst was aus dir heraus, dieses El-Hayom-Denken. Etwas aus sich selbst herausschöpfen. Ein ausgedachter Schöpfer ist kein Schöpfer, es ist ein Geschöpf. Es ist schon ein starker Tobak, irgendwann einmal zu begreifen, dass man selbst mehr ist als jeder ausgedachte Gott. Aber jetzt ganz wichtig, ich rede jetzt nicht von irgendeinem Trockennasenaffen oder von einem Gedanken, sondern ich rede von dem, der sich das alles ausdenkt. Ich rede von dir. Genau. Von dem, der mich jetzt sprechen hört. Nur von dir. Dann wirst du in eine Hilflosigkeit reinsinken in deinem Gefängnis, das du ich nennst. Und jetzt nochmal, mach dich nicht verrückt. Schon die Tatsache, dass ich den Brösel Udo auftauchen dann habe in dir oder dass ich in dir als Brösel Udo aufgetaucht bin, dann bin ich ja in mir selber aufgetaucht, wenn du ich bist. Es ist egal, was ist das, ist dieses Verstehen, was Holofeeling bedeutet. Das Gefühl, alles zu sein, aber nichts davon zu sein. Das widerspricht sich doch. Das Meer ist doch alle Wellen, die in ihm auftauchen. Es selbst ist aber keine dieser Wellen. Genau. Das ist die verbogene Harmonie der Dinge. Das Hören und Abnicken und wirklich verstanden haben. Ja. Das doch drin. Macht dich komplett sorgenfrei und leidfrei. Ich verspreche es dir für alle Ewigkeit. Ja. Du hast nimmer mal mehr Angst, dass dir was passieren könnte. Das kommt mit dem Verstehen, was du bist. Ein nicht denkbares Subjekt. Ein nicht denkbares Subjekt. Ausgedachte Subjekte sind auch schon wieder Objekte. Genau. Das ist Denker und Ausgedachtes ist zwar der Denker immer und die Ausgedachten sind die Gedanken, wenn wie ich das nenne, verändern sich, aber dieser Denker ist in dem Moment ja auch bloß ein Objekt. Der auch nur existiert, wenn er gedacht wird. Und der träumende Geist existiert auch nur, wenn er gedacht wird. Schon zu glauben, dass etwas existiert, wenn es nicht gedacht wird. Nein, wenn du es nicht denkst, existiert es nicht. Da muss ich nur wieder wissen, was das Wort Existenz bedeutet. Das Hauptproblem der Menschen ist das Entheiligen der Worte. Das machen die Juden genauso. Darum ist ja dieser Satz, wenn du in der Heiligen Schrift was hinzufügst, werden dich alle Plagen treffen, die in der Schrift beschrieben sind. Das passiert in dem Moment, wo ich das übersetze. Ich muss, um das zu übersetzen, muss ich eine Punktierung, eine Masora ansetzen. Dann werde ich einseitig. Ja. Und wenn du was weglässt, hast du dann an deinem Himmelreich, was jetzt nicht das Rot wichtig, das Himmelreich ist prinzipiell das Gegenteil von der Hölle. Ja. Aber da gibt es eine Synthese, das heißt auch Himmelreich. Wie ich immer wieder sage, der Dach, so simpel und einfach, ein Dach, so wie du ihn dir ausdenkst, 24 Stunden in Maßsetzung deiner heliozentrischen Vorstellung von Welt, besteht aus Tag und Nacht, aus Hell und Dunkel. Das ist ein Dach. Und die helle Hälfte hast genauso wie das Ganze. Jetzt, wenn ich von nur das Wort Dark hinschreibe, meine ich nur, es ist Dark, dann ist es ja nicht Nacht. Aber an einem Dach ist es Tag und Nacht gleichzeitig. Wissen wir, wenn wir uns erheben mit Hell und Dunkel. Und genauso ist es mit dem Himmelreich.
Das Himmelreich, von dem ich spreche, ist nicht das Gegenteil von der Hölle. Es ist der Mittelpunkt. Himmel und Hölle kommen aus dem Himmelreich. Da kommen auch Liebesfilme und Krimis und Horrorfilme her. Weil da alles herkommt. Aber irgendwann, wenn du jetzt ein bisschen aufmerksam zugehört hast, wirst du ja feststellen, das bin ja ich. Wenn du dich als träumenden Geist setzt, ist das eigentlich schon. Du gehst jetzt eigentlich bloß dahin, wo alles herkommt, was du zu sehen bekommst. Es kommt doch aus dir selber. Da kann ich auch nicht hingehen, weil ich aber diesen Punkt nie verlassen kann. Bist du schon. Da bist du schon. Und dieses nicht mehr Denkbare, das wir jetzt gesagt haben, setz dich als Computer, setz dich als träumenden Geist, als 200 Gramm rote Gnede, weil du eben nicht in der Lage bist, an dich zu denken, ohne dich zu einer Information von dir zu machen. Dieses absolute Nichts, wie ich das nenne, das kann nicht zerstört werden. Also was hast du eigentlich Angst? Du kannst an deinen Körper denken und dir klar machen, wenn ich nochmal an diesen Körper denke, der ich ein Leben lang zu sein geglaubt habe, wobei du hast ja nicht ein Leben lang geglaubt, dieser Körper zu sein, den du jetzt denkst. Du warst ja auch schon mal ein Kinderkörper oder ein jugendlicher Körper, das warst du immer jetzt, weil denken kannst du nur jetzt. Versuche mal, irgendwas zu denken. Das sind doch solche Sätze. Was kann ein Mensch, der das weiß, eigentlich noch leiden? Vor was muss der eigentlich Angst haben? Das ist ein klares Zeichen, wenn du das jetzt an erzählst und er nickt ab und er hat trotzdem noch vor was Angst, dass er es nicht verstanden hat. Aber dann ist das nicht das Problem von dem Gedanken Mensch, den du dir jetzt denkst, den du beobachtest, den du vor dich hinstellst. Es ist dein Problem, weil das ja nur dein Spiegelbild ist. Das mit der Spiegelung sind wir übrigens noch lange nicht durch, Redo. Weil wir müssen immer, die Spiegelungen haben wir verschiedene Facetten. Der klassische Spiegel, wissen wir ja, zeigt das vorm Spiegel, ist hinterm Spiegel spiegelverkehrt. Dann ist immer mein Standardbeispiel, das eine extreme Vereinfachung ist. Ich weise immer wieder darauf hin, dass ich mit extremen Vereinfachungen arbeite, dass du zuerst einmal ein Grundprinzip mitkriegst. Wenn du vorm Spiegel lächelst, lächelt es im Spiegel. Wenn das wirklich absolut gespiegelt ist, würde das heißen, wenn du vorm Spiegel lächelst, heult er im Spiegel und wenn du heulst, lächelt er im Spiegel. Das, was du hier vor dir hast, wenn du lächelst und du siehst ein Lächeln, ist ein Kantenspiegel, kein normaler Spiegel. Ein Kantenspiegel. Im Dreiecks, im Eckspiegel dann selber dreht sich das nochmal, weil wir dann eine vertikale und eine Horizontalspiegelung haben. Aber das wäre jetzt die Kamera Obscura, wo ich schon gesagt habe. Ja. Die klassische Kamera Obscura, wenn du kennst, ja, mit einem einzigen Punkt in der Mitte. Da hast du die Totalspiegelung von rechts, links und von oben und unten. Das ist genau unser Eckspiegel, den ich so oft beschrieben habe. Aber das wird jetzt, da sind wir jetzt wieder in dem Bereich des Wissens, das erst interessant wird, wenn du mal wirklich verstanden hast, was du bist. Wie oft sagt der Udo, ich erkläre dir nur, was du bist und ganz grob, wie du funktionierst. Aber du wirst erst neugierig drauf sein, wie du funktionierst, wenn du verstanden hast, was du bist. Das ist jetzt das Allerwichtigste. Solange du dich noch mit einem Gedanken von dir selbst verwechselst, hast du die Führerscheinprüfung noch nicht verstanden und du wirst keine Freiheit erleben. Nicht in dem Leben und nicht im nächsten und nicht im übernächsten und nicht im übernächsten, weil du das immer so lange vorgesetzt bekommst, bis du begreifst, dass der Leser was anderes ist wie eine ausgedachte Figur, wenn du einen Roman liest. Ja. Erscheint jedem jetzt schon logisch, wo ich mir ausdenke. Die machen zumindest den Eindruck. Aber das wird elementar deine Handlungsweisen in deinem Leben verändern, ohne dass du was verändern willst. Das ist, darum wiederhole ich immer wieder diese Sätze. Wenn dich ja Zukunftsangst anfällt, wenn du verstanden hast, dass morgen nichts passieren kann, dass das vollkommen sinnlos ist, es wird morgen nichts passieren. Es sind selbsterfüllende Prophezeiungen, die du heute erschaffst, werden heute in Erfüllung gehen. Weil alles, was passiert, passiert jetzt. Immer jetzt. Oder wenn du erkennst, dass Ärger vollkommen sinnlos ist. Ärger ändert nichts an dem, worüber du dich ärgerst. Du fühlst dich schlecht, du Geist, wenn dein Programm dir Ärger aufzwingt. Wenn du das wirklich verstanden hast, wirst du dich nicht mehr ärgern. Nein. Ja. Jetzt könnte ich aber wieder sagen, durchaus kann sich die Figur in deinem Traum ärgern, wo du zu sein glaubst. Weil wenn du jetzt versuchst, wenn du dich selber beobachtest und du merkst, dass du dich wieder besserem Wissen trotzdem immer noch ärgerst, dann willst du dir das abgewinnen und dann bist du schon wieder ein blindes Arschloch. Genau. Das ist es. Passiv schauen, ohne sich einzumischen. Mein schönstes Beispiel, unser Matten. Ich kann doch nicht zuschauen, wenn meine Kinder den Ball auf die Straße hinterherrennen und ich sehe, dass ein Auto kommt.
Und ich sage, du kannst es, wenn du weißt, wer du bist. Der Martin kann es nicht als Figur in deinem Traum. Der ist so programmiert, der wird hinterherrennen und seine Kinder zurückhalten. Kannst du irgendeinen Scheiß bewusst bauen? Spiele ich dir doch als du die ganze Zeit vor. Möglichst normal zu erscheinen. Brösel unter Brösel. Es geht nicht um die Masse, es geht wirklich, all das ganze Zeug, die ganzen Offenbarungen sind nur für dich erschaffen worden. Du bist jetzt nicht ein Gedanke. Nutze es, nehme das Geschenk an, es ist ein Geschenk. Ich kann dir nur sagen, ohne dir zu drohen, wenn ich immer, ich habe ein paar Mal streng gesagt, du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, wenn du das nicht annimmst. Das ist keine Drohung. Entweder man lang nicht auf eine heiße Herdplatte, ich warne dich vor was. Aber ich werde dich nicht zurückhalten, glaub es mir. Nein, auf die Freiheit. Dieses, ich lang nicht auf eine heiße Herdplatte, du tust dir bitterböse weh, sagt der Vater zum Kind. Es ist keine Drohung, aber über diese Liebe, dich vor Schaden zu bewahren, ist die Freiheit. Ja. Schaden macht klug, heißt es. Aber noch lange nicht weise. Weise, genau. Die nächste muss die Klugheit auch noch überwinden. Dann kommst du erst in den wirklich Weisheitsbereich. Okay, ihr zwei. Gut. Super. Danke, Udo. Jetzt schauen wir mal, das glaube ich, wie meine Stimmchen ist und dann stellen wir das rein. Und dann wünsche ich dem Brösel noch was, der uns jetzt aufmerksam zugehört hat, uns drei Pixelmännchen. Soll er noch eine Runde Brösel spielen? Ja, genau. Danke. Tschüss. Udo. Ciao, ciao. Ciao.